Nationale und europäische Interessen widersprechen sich nicht. Genau das muss man begreifen. Wir leben in einer Zeit, in der viele Probleme über den Nationalstaat hinausreichen, entweder regionale Probleme sind, viele auch globale Probleme sind. Und diese Probleme verlangen oft nach supranationalen Lösungen. Wir wissen gleichzeitig, dass die Demokratie oft lokal verankert ist. Wie löst man das? Indem man unterschiedliche Ebenen einzieht. Eine lokale Ebene, eine regionale Ebene, eine nationalstaatliche Ebene, aber auch eine europäische Ebene. Wichtig ist, dass die europäische Ebene das tut, was in Europa getan werden muss, und die nationalstaatliche Ebene dort eben nicht die eigenen Partikularinteressen abgibt, sondern dafür sorgt, dass europäische Probleme europäisch beantwortet werden. Natürlich setzt das voraus, dass man die Kompetenzen klar ordnet, dass die Europäische Union nicht dort tätig werden wird, wo sie nicht unbedingt tätig werden muss. Aber das ist die eigentliche Lösung für die Europäische Union, und deshalb sehe ich auch die Europäische Union nicht als ein föderales Modell, wie wir es in der Schweiz oder in Deutschland haben, sondern eher als ein neues Modell, eine Art Föderation von Nationalstaaten, in dem man diese nationalen Interessen und die europäischen Interessen gemeinsam realisieren kann.